Hallo zusammen, ich habe hier ein XXL Haul und zwar war ich in Rossmann und im DM und habe mir da ganz schöne Sachen mitgenommen. Legen wir mal los. Und zwar habe ich mir Badekristalle geholt von Kneipp. Es ist so, dass ich jetzt im Moment keine Badewanne habe, sondern nur eine Dusche. Aber wir ziehen ja bald um und da möchte ich mich richtig gut eindecken für meine neue Badewanne, die wir in der neuen Wohnung haben werden. Und zwar habe ich mitgenommen diese 5 Schätzeleins. Das sind einmal Badekristalle, alles wird gut. Das ist mit Vanille, Macadamia und Honigextrakt. Dann einmal Badekristalle viel Glück mit Glücksklee und Sternfrucht. Dann einmal die Sorte Wild im Garten mit Heidelbeere und Pflaumenblüte. Und einmal Gelenke und Muskelwohl mit Arnika. Und zu guter Letzt noch stressfrei. was ich sehr gut gebrauchen kann, und zwar mit Mandarine und Orange. Ich habe etwas Neues entdeckt, und zwar die Aktivkohlemaske von Altera Naturkosmetik. Und zwar ist das eine Limited Edition. Ich habe schon eine Aktivkohlemaske geholt von Balea und habe sie aber noch nicht ausgetestet. Habe mir diese dann halt zum Vergleich geholt, ne, damit ich schauen kann, welche besser ist. Und wer diese auch ausprobieren möchte, sollte sich sputen. Wie gesagt, es ist eine Limited Edition. Dann habe ich diese 2 Schätzchen entdeckt. Die sind auch ganz neu bei Rossmann. Wie man unschwer erkennen kann, ist das für die Füße gedacht. Von der Firma Montagne Jeunesse. Die hat ja auch ganz tolle Masken beim Rossmann. Und ja, das ist einmal für glatte Fersen, das sind 2 abgetrennte Sachets und das ist einfach eine Pflege für rissige und trockene Haut unten an den Fußsohlen. Und ich denke, das ist dann halt für 2 Anwendungen. Und das zweite, das ist auch abgetrennt. Auf der einen Seite befindet sich ein Fußbad mit Pink Grapefruit. Und auf der anderen Seite dann die Fußlotion mit gepresster Minze. Für meine Kinder habe ich mitgenommen Katzenwäsche für Kids von Belly Button. Da steht auf jeden Fall neu drauf. Ich denke mal, das wird wohl neu ins Sortiment reingekommen sein. Und das ist 3 in 1 Dusche, Shampoo, Spülung. Kein Tränen und kein Ziepen, ganz besonders wichtig bei meinen Kindern. Und was ich gut finde, es ist vegan. Das ist eine 200 ml Tube und vom Duft her hat es mir sehr gut gefallen. Es ist ein süßlicher Duft, aber der ist nicht so künstlich wie von anderen Marken. So, weiter geht's im Rossmann. Und zwar haben wir jetzt im Rossmann eine Revlon-Theke. Und dann habe ich mir dieses hier mitgenommen. Ultimate All-in-One Mascara von Revlon. Das hörte sich wirklich alles sehr gut an, was da beschrieben wurde, was die kann. Und zwar in wasserfest. So, dann habe ich mir mitgenommen ein Color Tattoo. Die war mir immer zu teuer. Also ich wollte die schon immer haben, aber ja, ich habe immer gedacht, boah, nee, so viel Geld. Ich weiß auch nicht, ob die funktionieren. Und eigentlich mag ich nicht so gerne Cremeprodukte auf meinen meine Lieder. Und ja, trotzdem, das wurde immer sehr häufig verglichen mit den Paintpots von MAC. Jo, und da habe ich halt diese Prozentaktion genutzt beim Rossmann. Die gibt es ja immer jede Woche auf irgendwelche Marken oder Produkte. Und ich habe mir die Farbe Pink Gold geholt. Das ist also so eine rosa Farbe. Und ich denke, man kann da auch sehr gut seinen Lidschatten-Make-up, also Augen-Make-up aufbauen. Ich bin ja so ein Limited Edition Junkie. Die haben da immer so tolle Themen und
Verpackung und ich konnte daran nicht vorbei. Das ist von Reval de Loup Young Sweet Stories. Die waren nämlich reduziert. Die gehen dann, denke ich mal, wieder raus. Und das sind halt so Correcting Pearls. Und ich wollte die einfach mal austesten. Das sieht ja auch so toll aus mit den bunten Perlen. Ja, also ich bin ein ganz großes Verpackungsopfer. Auf jeden Fall habe ich die mitgenommen, weil die reduziert waren. Und zu guter Letzt habe ich im Rossmann für meine Kinder eine Zahnpasta mitgenommen, die sie immer nutzen. Und ja, also für meine beiden Jüngsten zumindest. Meine Älteste, die möchte schon eine etwas schärfere Zahnpasta haben. Aber die haben wir eigentlich immer im Vorrat. Und zwar ist das die Ninident Kinderzahncreme. Jetzt gehen wir rüber zum DM. Ich war im DM und da ist mir eine Limited Edition sofort ins Auge gefallen. Die sah so toll aus und hat mich direkt angesprochen, angeglitzert und angelächelt und hat mir gesagt, komm Dani, komm und hol dir meine schönen Sachen, die ich hier stehen habe. Und ich habe die mir geholt. Und zwar ist es aus der LE vom P2. Und ich finde, P2 hat immer ganz tolle Limited Edition. Und das ist Beauty Blues. Falsch. Beauty Blues. Und ich habe mir das Compact Powder geholt. Sea to Face. In der Farbe Sea Breeze. Ich weiß jetzt nicht, ob das blenden wird. Weil das hier verspiegelt ist. Und hier auf dem Deckel sind so kleine Wassertröpfchen abgebildet. Oder nicht abgebildet. Also das fühlt sich sehr rau an. Und ja, ich finde, das sieht richtig toll aus. Ja, und kommt dann mit einem Spiegel. Mal einmal aufmachen. Kommt dann mit einem Spiegel und ich finde auch, es ist eine schöne helle Farbe, weil ich ja so ein helles Häutchen bin. Und ja, mal schauen. Ja, aber die Verpackung hat es mir einfach angetan und deswegen ist es nicht nur bei diesem einen Stück geblieben. Ich habe mir aus der LE noch dieses Dingel geholt. So ein Zwei-Phasen-Dingel. für die Pflege der Nägel. Das ist ja, ein Zwei-Phasen-Ding und das nutzt man mit einem Pinsel. Und ich denke mal, man streicht dann die Lotion hier auf die Nägel auf und massiert es ein oder lässt es einwirken. Und ja, muss auf jeden Fall mit. Dazu kommt noch ein Lipgloss, auch allein schon wegen der Verpackung. Hier der Deckel ist auch versehen mit diesem Wassertröpfchen. Es ist ein einfacher Lipgloss in der Duftrichtung Tropical Fragrance. Riecht sehr fruchtig. Ja, sehr fruchtig, sehr süß. Und wie man vielleicht hier erkennen kann, sind ganz kleine Partikel hier drin, kleine rote Partikel. Und das erinnert mich an die Lipglosse von früher, wo keine Ahnung, vor 20, 25 Jahren. Ich hatte damals als Teenager immer so Lipglosse gehabt, die, ja, die nach Bonbon gerochen haben. Ne? Also die rochen sehr süß und ich fand die damals immer toll. Und deswegen hat mich das auch sehr angesprochen. Aus der gleichen Limited Edition habe ich das hier noch mitgenommen. Korallenblumen Iridescent Spray. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es ist halt so eine Sprühflasche und dann sprüht man sich das Produkt hier so auf 15 cm Entfernung auf die Haut, verreibt es dann und dann bekommt man ein Schimmereffekt. Gerade jetzt im Sommer, wenn die Sonne scheint, dann zaubert es ein richtig tolles Hautbild. Und dann habe ich noch eine LE entdeckt und das musste mit. Das musste mit. Allein schon wegen der Verpackung. Ich zeig's euch. sehen die nicht süß aus?
Das sind Nagellacke. Das sind Nagellacke. Und seht euch mal die Verpackung an. Ne? Diese Fläschchen mit diesem Flaschenverschluss quasi. Und das ist aus der Limited Edition Travel Light Story. Ich habe mir alle vier Farben mitgenommen, die da waren. Und es waren nicht mehr viele da, also wer die noch ergattern möchte, sollte sich sputen. Dann habe ich noch was entdeckt. Fußdeo-Creme von Balea Crazy Cuckoo. Diese Tube stand ganz einsam und verlassen im Regal. Fußdeo-Creme, also es ist nicht nur eine pflegende Fußcreme, sondern auch eine gut duftende Fußcreme, was die Füße ja manchmal auch brauchen, das ist ein guter Duft. Gerade jetzt im Sommer, wenn die Füße erhitzt sind und anfangen zu schwitzen. Hier steht, sorgt für eine angenehme Erfrischung bei erhitzten Füßen. Mit Deo-Wirkstoff und die rutschfeste Formel schenkt den Füßen sicheren Halt. Ja, also, wen das interessiert, muss sich auch sputen. Ein Duschgel. Und zwar von CD, morgen frische Dusche. Das ist auch wohl neu, steht auf jeden Fall hier drauf. Das ist ein Duschgel. Und es ist so lecker. Mit Wasserminze und Gurke, ohne Mineralöle, ohne Silikone, künstliche Farbstoffe, tierische Inhaltsstoffe. Ist also vegan. Ich finde dieser Duft, wenn du damit in die Dusche gehst, morgens, du bekommst da einen richtigen frischen Kick. Und das brauche ich morgens. Ich bin morgens immer sehr schwer aus dem Bett zu kriegen. Und ja, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Ich habe mal in einer Box, in einer Beautybox, ein Pröbchen gehabt von L'Oréal Aloe Water. Deswegen habe ich mir die Originalpackung geholt. 70 Milliliter sind da drin. Hydra Genius Aloe Water, normale bis trockene Haut. Ja, also ich habe das Pröbchen probiert und es hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine Feuchtigkeitspflege, speichert Feuchtigkeit 72 Stunden, dringt tief in die Haut ein und man bekommt strahlend frische Haut. Was mir ins Auge gesprungen ist, von Garnier Fructis, die Wonder Mask. Die ist auch wohl ganz neu im Sortiment und zwar aufgeteilt in zwei Bereiche. In dem ersten befindet sich eine pflegende Maske, das ist der erste Schritt, man trägt sie sich auf die Längen ein. Und der zweite Schritt ist Pflegeversiegelung, trägt man dann auch danach auf die Längen ein. Das heißt, man muss vorher diese pflegende Maske nicht ausspülen, sondern geht dann weiter rüber zu Schritt 2 und lässt dann diese Pflegeversiegelung dann einwirken und kann das Ganze dann richtig ausspülen. Ist das jetzt so laut? So, jetzt wird es ein bisschen lauter, weil ich glaube, die Müllabfuhr hier vorfährt. Ich mache trotzdem weiter. Und zwar habe ich damals eine Tuchmaske zugeschickt bekommen von Garnier mit die Hydra Bomb. Jetzt sind zwei neue Duftrichtungen rausgekommen. Und zwar einmal für müde Haut, Duftrichtung Lavendel. Und einmal für fahle Haut mit Sakura-Extrakt. Also einmal müde Haut und fahle Haut. Die Müllabfuhr ist da und irgendwie dauert es länger. Ich bin sowieso am Ende angelangt. Das war mein XXL-Haul. Für meine Verhältnisse ist das schon ein großer Haul. Ich gehe eigentlich nicht so oft einkaufen, aber ich habe halt einige Produkte noch gebraucht und wollte viele Dinge noch ausprobieren. Das habe ich jetzt somit getan und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Scheiße! Bis dann. Tschüss.